Von Deutschlands größter Ausstellung für Wissen und Technik ist noch nicht viel zu sehen. Der Countdown läuft. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung der Ideenexpo 2011. Doch nervös sind die Verantwortlichen keinesfalls. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. Und nervös will ich nicht sagen. Die Anspannung kommt vielleicht am Eröffnungstag. Aber mittlerweile, wenn man hier sieht, wie es wächst, freut man sich und wünscht sich eigentlich, warum geht es nicht morgen schon los? Was genau im Pavillon der Ideen auf dem Messegelände in Hannover passieren wird, darüber informierten sich neben der Presse zwei prominente Landesväter. David McAllister, Ministerpräsident von Niedersachsen, und sein sächsischer Amtskollege Stanislav Tillich. Auch sie sind vom Ausmaß und den Inhalten der Ideenexpo beeindruckt. Die Ideenexpo ist eine deutschlandweit, ja man kann sagen europaweit einmalige Veranstaltung. Und es ist ein konkreter Beitrag, um die Neugier und das Interesse bei jungen Menschen für naturwissenschaftliche Fächer zu steigern. Und deshalb ist es einfach total begeisternd, dass mehrere hunderttausend junge Menschen aus 13 von 16 Bundesländern zu uns nach Hannover kommen, um sich für Technik zu interessieren. Das Expo-Gelände ist natürlich sehr attraktiv. Wir haben ja gerade die Symbiose gesehen zwischen Ausstellungsgelände und zwischen dann Eventbereich. Das ist ja für junge Menschen auch sehr attraktiv, hierher zu kommen und dann am Abend auch entspannt zu können, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auch auszutauschen. Und ich habe ja auch gelernt, dass junge Menschen diese Berufe vorstellen werden. Das heißt, die Sprache, da wird gesprochen, die ja mein Miteinander versteht. Also es werden nicht hier 60-Jährige, 7-Jährigen erklären, was der Beruf der Zukunft ist, sondern es werden junge Menschen sein. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil des Konzeptes. Also von daher kann man aus der Baustelle heraus schon durchaus den Optimismus schöpfen, dass das eine gelungene Veranstaltung nicht nur werden wird, sondern auch demnächst, also das heißt in der Zukunft, auch bleiben wird. Die Ideenexpo 2011 schon jetzt rekordverdächtig. 80.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden bebaut. Damit gibt es noch mehr Raum für Ideen. Mehr als 500 Exponate gibt es zu sehen. Das übertrifft das Angebot von 2009 um fast 30%. 600 Workshops zu 125 Themen. Und schon jetzt über 50.000 Voranmeldungen von Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland. Erfolg, der schon im Vorfeld messbar ist. Das zeigt schon, dass wir wirklich hier mit dem Anspruch, die europaweit größte Technikshow zu sein und eben auf der nationalen Ebene die absolute Nummer 1 zu sein, wirklich überzeugen. Und ich darf eines sagen, wir haben jetzt schon die ersten Anmeldungen für 2013. Ohne Exponate und Experimente wird kein Tag in der Halle 9 zu Ende gehen. Bereits heute konnten die Ministerpräsidenten ein spannendes Experiment starten. Die Mission Paperspace der Verbände Papiererzeugung und Papierverarbeitung. In einem Wetterballon geht es für gebastelte Papierflieger auf in Richtung Weltall. In einer Höhe von 30 Kilometern werden die Papierflieger durch das Platzen des Ballons freigesetzt und finden ihren Weg zurück zur Erde. Experiment Nummer 1 ist auf dem Weg. Ab dem 27. August folgen weitere im Pavillon der Ideen auf der Ideenexpo 2011 in Hannover.